Hallo und willkommen bei Brick and Games. Ich habe mich ja versprochen, dass ich gleich wieder einschalte, wenn die da fertig sind. Und das Versprechen halte ich natürlich. Ich habe den Coffee Can freigeschaltet. Seht vielleicht, dass ich hier ein bisschen umgebaut habe mit Betonwand, weil es einfach gut passt, finde ich. Sechs Sekunden, wie lange? Und gibt es jedes Mal kostenlosen Espresso, wenn man gegnerischen Geheimdaten abwirft. So bleiben unsere Agenten aufgedreht und verdrahtet. Sagt einfach mal, wie ihr jetzt mein Agentending hier findet. Keine Ahnung, wie ihr das nennt. Agentenquartier hier insgesamt. Komm schon, no. Das heißt nicht auf Kennt und Kopfbar. Mir ist alles hier nicht gut gebaut. Man in Braun. Man in Black. Was ist das für ein Unterschied? Apu, Apu, Apu. Welcome, steady customer. Good lord. I mean, come on now, kid. Okay, vorbei. So, was als nächstes? Ändere dein Aussehen deines Geheimdienst-Hauptquartiers. Da muss ich aber viel sammeln. Ich will Agent Bond freischalten. Ja, was wäre mein Freund? Brown house, vielleicht will ich dann das da, wenn ich das noch falsch schreiben kann, neben das da platzieren, da vielleicht eine Straße. Obwohl, da geht ja kein Tunnel durch. Nicht so, hier, den Busstopp dort lassen, da, den Busstopp. Heißt ja auch geheimnisvoll. Thank you.
Reicht das noch nicht genug, oder was? Also, eigentlich könnte ich auch das beenden, aber ich will nicht. Da, bla, ka. Also, was gibt's denn hier noch Interessantes? Es gibt nichts Neues. Ich habe ja erstmal das letzte Mal gefilmt. Weil ich, was sind da die Bistrotische besser hin? Egal. Tue ich gleich irgendwann noch. Alarm, Alarm, Tschernobyl. Wie findet ihr überhaupt, wie ich das gebaut habe, besonders, wie ihr das findet, dass ich das außerhalb von hier gebaut habe? Ich hatte irgendwie die Chance. Du sagtest. Sei leise, Orange. Also, ich glaube, das war's mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich mache ich halt keins mehr, weil es dann nicht so interessant wird. Also, bis zum nächsten Mal.